will nie wieder aufwachen. Wenn der Wecker klingelt, umdrehen, einfach wieder ausmachen. Ich will nie wieder aufstehen, rausgehen, schlechte Laune aufnehmen von den Idioten da draußen. Ich will durchs Leben schlendern und nicht laufen, saufen und nicht davon draufgehen, dass die DJs meine Lieblingslieder auflegen und alle, die ich scheiße finde, rausgehen. Erst die Gäste. Ich meine, wir wollen ja auch immer höflich bleiben. Bitte. Danke sehr. Schönes Gaffer. Ja. Ein Gaffer-Pilsen. Direkt aus Köln. Du sollst die Pistazien nicht leer machen. Häng dich einmal an. Okay. Warte, ich bin gleich wieder da. Warum werde ich jetzt als Einziger hier? Nee, ihr findet doch den Komm! Entschuldigt bitte. Ich musste das eben. Ich muss noch verzeihen, ist okay. Na? Schön, dass du da aussiehst. Ja, voll gut. Schön, dass ich da bin. Das ist exakt richtig. Hast du gut hergefunden? Eigentlich habe ich es fast verpasst und fast vorbeigefahren. Aber dann schrie auf einmal jemand. Du musst mega bremsen. Ja. Und ich wusste gar nicht, wer das sein sollte, weil mir die Wegbeschreibung falsch erklärt wurde. Sie war präzise. War präzise? Okay, war präzise. Präzise formuliert. Du hättest einfach nur genauer lesen müssen. Achso, ich darf das jetzt auch nicht so schnell. Oder wenn ich das exe, dann ist dann ist vorbei. Dann ist auch vorbei. Wenn dein Bier leer ist, dann kannst du wieder fahren. Krass, okay. Das ist ja jetzt ganz anders als sonst. Ja, stell es möglichst weit weg. Das ist gut. Ja. Hast du irgendeine Geschichte für uns mitgebracht? Nee. Tatsächlich nicht. Aber ich habe was anderes mitgebracht. Ich habe mir voll die Mühe gemacht. Und ich habe, okay, das ist doch eine Geschichte. Ich bin gelogen. Perfekt. Ich habe vor einiger Zeit mal, ich gucke so ganz viel Trödelkrams, gehe viel auf Flohmärkte und so und war mal in Oldenburg auf einem Dachboden, habe ganz viel von den Leuten gekauft und die waren auch so, wieso kauft ihr so viel, den Schrott, den hätten wir sonst weggeschmissen. Und da habe ich tatsächlich ein Waffeleisen gekauft. Nein. Das ist so ein bisschen, ich komme ja eigentlich aus Ostfriesland, ich bin ja gar kein Waschechter. Eigentlich aus Wiesmoor, das gehört zu Aurich. So. Das ist doch nicht richtig aus Friesland. Ja klar, das ist. Ich komme aus Esens, das ist aus Friesland. Das ist da oben schön. Streiten wir da nicht drüber. auf jeden Fall, da gibt es ja immer Neujahrskuchen, ich weiß noch nicht Neujahr, aber man kann sie auch Knappkoken nennen. Und tatsächlich habe ich dieses Waffeleisen gekauft und das ist so ein bisschen allheimäßig tatsächlich, weil das ist so Ostfriesland, aber das ist das Oldenburg-Wappen in diesem Waffeleisen. So dass wenn man Waffeln macht, immer auf jeder Waffel das Oldenburg-Wappen ist. Das ist so Fusion. Und ich habe Waffeln gebacken, tatsächlich. Oh nein, wie schön. Ja, oder? Habe ich mir auch gedacht. Habe ich mir voll die Mühe mitgemacht. Vor allem ist das Waffeleisen kaputt gegangen. Und, und dann musste ich das noch reparieren. Und der Clou ist, also ich muss ganz kurz auch eine Geschichte dazu erzählen. Es ist halt kaputt gegangen am Anfang. Man sieht unten, die sind halt nahezu verbrannt. Und dann sind die immer heller geworden. Und ich denke so, krass, ich hab's voll raus. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, das Waffeleisen wird gar nicht mehr warm. Die sind einfach nur getrockneter Teig. Ja, genau. Das so. Ist der Waffeleisen heiß geworden ist, der ist einfach nur trocken. Ja, das war so die Restwärme. Aber aber das ist jetzt, ich dachte so, ach, das erzählst du gar nicht, habe ich jetzt trotzdem gemacht. Das sind diese Evolutions-Shirts, die es gibt, vom Affen zum Menschen. Und dann kann man richtig. Die so nebeneinander halten. Aber es ist einfach auch für jeden Geschmack. Manche mögen es verbrannt, manche mögen es super hell. Ja. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Und natürlich als Krönung habe ich jetzt, ich stelle es mal so, ohne Werbung zu machen, habe ich noch Sahne mitgebracht. Weil ich habe auch schon probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Ich musste ja probieren, ob die Sahne dann auch schmeckt. Ist das jetzt der Moment, Jan? Ja, mach mal bitte. Und du musst es halt in die, ja, du musst es da reinsprühen, das ist der Hit. Ist ja geil. Ja. Und dann läuft es ja unten wieder raus. Ja, oder es quillt über. Ich halte es auf das Helle, dann können wir nichts. Ich habe schon so viel. Es läuft aus. Oh, spritzt. Oh. Okay, das habe ich jetzt. Ja. Oh, ich habe durch die Hose gespritzt, es tut mir leid. Hat sie auch gesagt. Ja. Ich bin nicht, der war es. Der war es, hat er nicht gesagt. Das ist schon komisch jetzt. Ja, aber das macht ja nichts. Trau dich. Oh, Egal. Geil, oder? Ich bin richtig aufgeregt. Hoffentlich schmeckt das auch. Aber du hast es schon probiert, sagst du? Ja, ich hab heute noch mal bessere gemacht. Willst du noch eine haben?
Eher hell oder eher dunkel? Wir haben alles im Angebot. Guck mal. Ich hätte gerne so. Wir haben auch spitz geworden. Ja, genau. Da läuft es unten noch nicht so leicht raus. Ja, das ist mega gut. Fies. Also, die sind halt ungefähr 1000 Grad heiß, wenn man die macht. Das Wappen ist auch nicht da. Nee, ich habe unten noch mal eine nicht gerollt. Und da erkennt man das Wappen. Genau. Da war das Waffeleisen auch noch heiß. Ja, genau. Oh, guck mal, wie schön. Ja, oder? Das habe ich auch gedacht. Voll gut. Vielleicht hältst du mal in die Kamera für die Zuschauer. Wir haben einen Wappenwaffel. Es sieht tatsächlich aus, als wäre es vielleicht können wir das in unser Arrangement hier vorne, neben Horsti und Dinosaurier, so ein bisschen eingehen. Ja, wenn ihr das in... Wie lange hält sich das? Ich weiß nicht, probier das doch mal aus. Also mindestens bis Neujahr. Das ist ein Hell, jetzt mal Tacheles. Ja, hell oder so dunkel? Hell. Nee, so ein Hellen ist auch gut. Okay. Ein so ein Trockenes. Ich frage mich, meine Oma macht die halt immer. Mach mal. Fängst du ohne uns an? Das ist so unhöflich. Ach, guck mal, hier. Meine Oma macht die halt immer. Und ich verstehe nicht, wie sie das macht, dass sie die so rollt. Ich habe mir extra so ein Rundholz zur Hilfe genommen und so. Hey. Es artet schon aus, ich merke das schon. Das widerspricht meinen Abnehmplänen. Ja, Prost. Prost. Vielen Dank für das tolle Geschenk. Das ist wirklich gerne. Gerne. Abgefahren. Besonders die Schlagsader hast du gut gemacht. Ja, richtig gut gemacht. Ne? Gut, dass Janik die runtergestellt hat. Habe ich handgemacht. In eine alte Graffiti-Sprühdose habe ich das reingefüllt. Und ich habe schon gesabbert. Ich habe tatsächlich heute überlegt, okay, alles klar, fragen die mich so, muss ich mich kurz vorstellen. Nein. Dann muss ich kurz tatsächlich innehalten und überlegen, wer ist Jan? Wie alt ich bin, tatsächlich, ohne Scheiß. Ich finde, das vergisst man. 28. Und das hat ziemlich lange gedauert, weil ich dachte die ganze Zeit, ich wäre 29 schon. Und dann habe ich kurz 27 gedacht, aber das habe ich schnell wieder verworfen. Also habe ich die Mitte genommen. Das ist auch ein gefährliches Alter, 27. Also ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so zwischen 20 und 30 ignoriert man sein Alter irgendwie, vergisst das total. Mit unter 18 ist noch total wichtig. Da sagt man ja auch irgendwie so, ja. Ich bin 17, 3 Viertel oder so. Ich finde, das bei Geburtstagen merkt man das immer so krass. Ich fand, früher war so ein Geburtstag so geil, bald ist es soweit. Und heute geht Tag man davor kann man hin. Nicht mehr schlafen. Ach so, der eigene. Ja, der eigene. Achso, ich dachte. Und wenn man so jetzt hier irgendwie knapp auf die 30 zugeht, ist das so. Also ich fand jetzt spannend, weil mit 27 darf man ja zu Ü30-Partys. Hab ich gehört. Mit Mutti-Schein darf man mit 27 zu Ü30-Partys. Ist das so? Ja. Geil. Und deshalb habe ich mich so gefreut, jetzt als ich das letzte Mal Geburtstag hatte, dass ich da endlich mal hin darf. Und warst du schon da? Nein. Hast du es vor? Bevor ich 30 bin. Wollen wir zu dritt zu einer Ü30-Party gehen? Wie alt bist du denn? 24? Wir müssen noch 2 Jahre warten. So, auch vielleicht können wir für ihn unterschreiben. Das wird ziemlich stark. Vielleicht will ich da auch gar nicht hin. Ja, das habe ich auch schon gedacht, aber... Gibt es das in eurem Ü30? So ja, man sagt, das ist die Ü30-Party. Beim Kramermarkt, da stand am Hafen direkt so ein Plakat, die größte und beste Ü30-Party in Oldenburg auf dem Kramermarkt. Ist wahrscheinlich auch nicht schwierig, eine größte und beste, wenn man das nur auf Oldenburg beschränkt. Vor allem, wenn man die Weser-Ems-Halle dafür hat. Das ist echt ja, das stimmt. Ich habe mal in Hamburg was gesehen und da gab es einen Laden für Schlüssel nachmachen lassen und Xylophone. Und da stand oben drüber weltgrößter Schlüsseldienst und Xylophonladen. Und der war super klein. Und ich denke so, ja okay, in der Kombination wird es das wahrscheinlich auch nicht weltweit einfach nicht geben. Und das ist ziemlich intelligent, das dann einfach der weltgrößte zu nennen, wird es einfach so. Weiß ich auch nicht. Wir sind die weltgrößte Waffel- und Biershow. Absolut. Oder? Vielleicht können wir damit Werbung machen. Alter, man kann es überhaupt. Habt ihr schon aufgegessen? Ja, aber ich. Du hast doch so viel geredet. Wollt ihr auch eine Waffel? Wie sie da stehen und schmacken. Selig genickt da hinten. Hervorragend. Dunkel oder hell, Lennart? Dunkel. Wenn eine dunkle. Dunkel. Aber die ist richtig dunkel. Die schmeckt es wirklich dunkel. Aber innen ist die super hell. Mit Sahne schmecken die aber alle. Guck mal, ich mach. Aber er hat auch gar keinen richtigen Bart. Dann merkt man gar nicht mehr, dass sie so dunkel ist. Guck mal, aber das sieht aus wie so ein Zeppelin. Bitte. Danke. Ich glaube, ich. Jörte, was machst du sonst so? Ich bin in Oldenburg der weltgrößte Entertainment-Beauftragte. Ich glaube.
Das musst du jetzt rechtfertigen. Ich glaube, ja, da gibt es andere, die diesen Titel auch wollen. Ja, stimmt. Nee, das stimmt auch nicht. Nee, ich mache ziemlich viel Veranstaltungen auch. Also das habe ich auch gelernt. Habe ich vor mit 16 habe ich damit angefangen. Damals in Ostfriesland. Mit kleinen Konzerten. Und das habe ich so weitergeführt. Und irgendwie kann ich auch nichts anderes. Ist auch ganz gut, dass es relativ funktioniert. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du? Aber das ist eine fiese Frage. Beobachtest du mich? Ich weiß nicht, du hast Zeit, Waffeln zu machen. Ich habe Zeit, Waffeln zu machen. Ja, das ist ganz gut. Ich kann Gott sei Dank meine Zeit relativ gut einteilen und bin da frei in meiner Zeiteinteilung. Ich muss nicht irgendwie am Tag 8 Stunden im Büro sitzen oder so. Ich mache die Oldenburger mit, ich mache einen Ticketshop mit, ich mache die Konzerte in der Oberbar. Also nicht alle, aber der Großteil wächst auf meinem Mist, was das Booking angeht. Und denke mir sonst auch noch ganz wirre Sachen aus. Ich hab Zeit, Waffeln zu machen, und während Waffeln machen kann man gut überlegen und die Waffeln verbrennen lassen. Und ich hatte neulich nochmal wieder so eine Idee, die will ich auch nochmal umsetzen, aber das ist vielleicht gar nicht, wenn man das jetzt, wir sind live, ne, im Fernsehen. Das ist live, ja. Okay, absolut live. Gut. Ja, vielleicht gar nicht so gut, wenn man das erzählt, aber ihr seid ja auch vielleicht unter rein uns. Theoretisch. Rein theoretisch hätte ich die Idee gehabt. Gehabt haben? Mal so eine Art Pop-Crawl zu machen, aber nicht, das ist ja was ganz Neues. Ja, aber nicht in diese Dinger, wo man immer reingeht, sondern mal so die dunkle Seite Oldenburgs, so ein bisschen, so diese räudigsten Kneipen, wo man einfach überhaupt nicht reingeht. Die Karins Krone. Karins Krone ist ganz groß dabei. Kenn ich nicht mal. Nee, siehst du. Funzel finde ich ja auch gut. Giselas Plauderstübchen. Die kenne ich nicht. Nee. Oh, Hammer, ey. Wo ist das denn? Beerkrog gibt's auch noch. Zwitscherstübchen finde ich auch ganz geil. Das so kenne ich. Ah, siehst du? Und da hätte ich Bock, mal so eine Tour zu machen. Okay, ich habe noch eine Idee, die hat ein Freund von mir gesagt. Bargolfen. Das heißt, alle ziehen sich Golfklamotten an. Und wenn man ein Bier und einen Schnaps trinkt, ist das ein Paar. Aha. Wenn man ein Bier und 2 Schnaps trinkt, hat man minus 1, also so ein Birdie oder wie auch immer das beim Golf heißt. Und wenn man weniger trinkt, dann, und am Ende gewinnt halt der mit den wenigsten Schlägen, also mit der besten Scorecard. Aha. Und alle ziehen sich Golfklamotten dabei. Das ist geil. Willst du es dein Leben lang machen mit den Konzerten? Oh. Was ist der Blick? Oh, oh. Mache ich das jetzt eben leer? ja, wie vorhin schon gesagt, also ich glaube, ich kann nichts anderes. Also ich kann, aber nee, das stimmt nicht. Ich kann viel, aber ich möchte, glaube ich, gar nichts anderes machen. Weil das ist einfach, also irgendwie bin ich da reingerutscht, wie gesagt, damals 2006. Im Jugendzentrum hat der Typ, der die Konzerte gemacht hat, aufgehört und hat einfach willkürlich irgendjemanden, der ihm auf dem Flur entgegenkam, was ich war, gefragt, machen wir die Konzerte weiter. So, okay, habe auch gerade da angefangen, selber ein bisschen Musik zu machen. Und dann habe ich es gemacht und dann war das erste Konzert auch direkt voller Erfolg, komischerweise. Und das zog sich dann immer so weiter, bis wir dann untersagt bekommen haben, da Konzerte zu machen, weil die zu voll waren immer. Aber dann, das war auch nicht schlimm. Dann habe ich irgendwann auch gesagt, okay, alles klar, ich mache eine Ausbildung dazu, will das halt irgendwie ein bisschen mehr dazu erfahren. Und dabei ist es dann geblieben. Ich hab so ein 2-Cent-Stück mit dem Esener Bären, den habe ich zum Beispiel. Esener Bären? Ja, natürlich. Krass. Also die gute alte Geschichte, als wir damals im Krieg gegen Shortens waren. Und da war zufällig ein Wanderzirkus in der Stadt und hat... Im Krieg gegen Shortens? Ja, habe ich mir ausgedacht. Aber und dann ist... Also die haben, Shortens hat die belagert, die Tore, und deshalb konnten die nicht mehr raus und wollten die aushungern. Und dass sie irgendwann aufgeben, und dann ist dieser Bär... Hatte richtig Hunger, ist dann auf den Turm geklettert und hat gesagt, ja, was macht ein Bär? Hat gewirrt. Und dann haben die Shortenser gesagt, ja, wenn die noch so viel Nahrung haben, dass sie einen Bären durchfüttern können, dann müssen wir aufgeben, weil so lange können wir es nicht durchhalten. Verrückt. Und deshalb ist der Bär das Wappentier von Esens. Und das hast du dir ausgedacht? Nee. Ah. Nur so kleine Details wie Shortens oder sowas. Das, also Details machen halt eine Geschichte gut. Ja, eigentlich ist es ein Känguru. Mir ist letztes Jahr tatsächlich, das wollte ich auch erzählen, weil ich meiner Freundin das immer vorhalte, dass sie das getan hat. Letztes Jahr am 27.12., ist noch ganz genau, weil es sich so in mein Gehirn eingeprägt hat, zwischen den Jahren musste meine Freundin arbeiten und ich nicht, wie so oft, weil da nicht so viel passiert.
Und dann dachte ich so, ach ja, ist ja Dezember, da kannst du auch mal auf dem Balkon so Sachen umtopfen, was man halt so zwischen den Jahren macht. Muss man, glaube ich, habe ich gehört. Ja. Und ich dachte nicht, dass die Nachbarn denken, oh, die pflanzen gar nichts um. Und da habe ich das schnell gemacht und bin auch so, bin auf Jogginghose und T-Shirt raus und wie gesagt, auf dem Balkon so. Und sie sagt, ja, tschüss, ich gehe arbeiten. Ja, ja, tschüss. Und sitzt da so, pflanzt so um. Und 5 Minuten später denkst du, ah, super, Werk getan. Will wieder in die Wohnung. Und das ist so ein, wie so ein Fenster. Ja, und das war zu. Und mein Handy lag auch drin. Und das, ja, und dann saß ich da auf diesem Balkon und war erstmal so komplett am Boden zerstört, dass einfach diese Tür zu ist und ich jetzt einfach den ganzen Tag, während sie bei der Arbeit ist, auf diesem Balkon verbringen muss. Und das Schlimmste war eigentlich, ich hatte ja die Arbeit schon erledigt, es musste nichts mehr umgetopft werden. Ja, und dann bin ich tatsächlich todesmutig irgendwie, habe ich erst versucht, diese Tür aufzubrechen und dann dachte ich, oh nein, ist die Tür kaputt, krieg voll Ärger und so vom Vermieter und es kostet Geld. Und dann habe ich überlegt, winkst du der Nachbarin, die da so auf dem Sofa saß und ein Buch gelesen hat? Und das ist ja, und dann? Die hat ja keine lange Leiter oder so. So, dann hält sie wahrscheinlich genauso blöd da. In welcher Etage wohnt ihr denn? Zweite Altbau. Und ja, aufbrechen ging nicht. Und dann dachte ich so, ja, bevor ich der Nachbarin jetzt Bescheid sage und die dann auch in der Kälte steht und mir gar nicht helfen kann, aber zu nett ist oder will nicht unhöflich sein, lässt mich da dann nicht alleine stehen, steht da auch nichts tunend einfach daneben. Habe ich das dann auch gelassen, dachte ich, frage einen Passanten, dass er die Feuerwehr ruft. Und dachte ich, oh nee, das ist auch voll teuer. Stimmt, wenn die wegen so einem Scheiß ausrücken. Das war echt, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Aber unter unserem Balkon ist Gott sei Dank noch so ein Anbau. Dann bin ich erstmal auf diesen Anbau drauf. Und dann von diesem Anbau auf so einen Carport konnte ich dann springen. Und von dem Carport konnte ich dann auf eine Mauer springen, die tatsächlich so treppenmäßig runterging. Ja, wie gesagt, ich hatte Wollsocken an, eine Jogginghose, ein T-Shirt auch einfach nur und meine Hausschuhe, die so Tigertatzen halt sind. Ja, und dann musste ich halt zu meinem Bruder laufen, so 1,5 Kilometer. In den Tigertatzen. In den Tigertatzen. 27. Dezember. Ja, 27. Dezember auf T-Shirt auch. Und die Leute haben auch so gedacht, ah, oh, Oldenburg. Von welcher Party kommt der denn? Ja, genau. Und nach 50 Mal klingeln hat mein Bruder mich dann endlich reingelassen. Und von seinem Handy aus habe ich da meine Freundin erreicht. Sie so, der dachte halt, mein Bruder ruft an. Ich so, ja, nee, ich bin's. Hast du vielleicht was vergessen? Nö. Ich saß auf dem Balkon und da ist die Tür zugemacht. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Also sie hat sich noch nicht offiziell entschuldigt. Okay, das fordern wir jetzt ein. Ja. Sofort. Ja. Wir sind auch durch. Also damit können wir das Ganze beschließen. Ja, Entschuldigung, sagen wir es ja. Ja, auf die Entschuldigung. In die YouTube-Kommentare. Nochmal danke für die Waffeln. Ja, gerne, danke gerne. Für die Waffeln. Danke, dass ihr seid. Und die Sahne. Und ziehen wir das jetzt weg, damit es endlich ein Ende hat. Das ist ein Schluck. Ja, ich hab zu viel gesabbelt. Sabbelwasser. Prost. Prost.